Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch mal diese IconTax Action Cam. Die habe ich netterweise von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen. Und guck mal, wie ich die auf meine Videos anwenden kann. Viel Spaß. Also zunächst, die Kamera ist eigentlich wie jede andere Action Cam auch. Klein, kompakt, praktisch. Als Vergleich nehme ich mir mal die GoPro Hero 4 Silver dazu. Hier fällt auf dem Bild direkt auf, dass die GoPro ein bisschen schmaler ist als die IconTax Action Cam, was aber gar nicht weiter schlimm ist. Von vorne sind die beiden Kameras wieder sehr ähnlich. Die GoPro hat aber zusätzlich noch ein Display, was einem anzeigt, wie lange man schon aufnimmt oder Kleinigkeiten halt. So, dann machen wir doch mal beide Kameras an und schauen mal, was da so für Unterschiede sind. Also die beiden Kameras sind beide ungefähr gleich schnell startbereit. Was jetzt hier sofort auffällt, ist, dass das kein Touch-Display ist, was bei der IconTax Kamera verbaut ist, sondern einfach nur ein Display, wo man sieht, was man aufnimmt. Also man kann nicht per Touch-Funktion irgendwas verändern oder so. Das muss man alles über die Knöpfe machen, die bei der Kamera drauf sind. Aber da ich zum Beispiel sowieso immer das wasserdichte Case um meine Kamera habe, bringt mir das Touch-Display bei der GoPro sowieso nicht viel. Aber hier könnt ihr jetzt halt auch sehen bei der GoPro, dass das mit dem Touch-Display schon doch ganz bequem ist. Aber der Preis der GoPro ist nun mal auch deutlich, deutlich höher als der von der Action Cam von IconTax. Die GoPro Hero Silver liegt nämlich aktuell bei so 340 € Neupreis und die IconTax Kamera kostet zum aktuellen Stand nur 80 €. Da habt ihr aber einen Ersatzakku mit dabei plus noch eine Fernbedienung, sag ich mal, Remote Fernbedienung. Die seht ihr hier jetzt. Und mit dieser Fernbedienung könnt ihr dann eure Aufnahme von weiter weg starten oder auch ein Foto machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch die Aufnahme stoppen natürlich und damit könnt ihr sogar alle Kameras gleichzeitig ansprechen. Also könnt ihr mit drei Kameras gleichzeitig die Aufnahme starten mit dieser Fernbedienung. Was super praktisch ist, wenn ihr mehrere Kameras an eurem Bike dran habt. Und die Fernbedienung, seht ihr jetzt gleich im nächsten Bild bzw. Video, hat auch eine sehr gute Reichweite, um das Ganze zu machen. Also wenn da ein paar Meter zwischen sind, dann ist das auch kein Problem. Das einzige Manko und weshalb ich die Kamera nicht fürs Motovloggen benutzen kann, ist, dass die Kamera keine externen Mikrofone unterstützt. Also wenn ich mein Mikrofon da anstecke, dann nimmt das einfach gar keinen Ton auf. Man kann das natürlich auch, wenn man über Handy dann aufnimmt, wieder ändern, aber ist halt scheiße für mich jetzt. Aber wo mich die Kamera dann sehr, sehr positiv überrascht hat, war die Bildqualität. Also links im Bild seht ihr die IconTax Kamera und rechts im Bild die GoPro Hero 4 Silver. Ich habe die beide so an meinen Helm montiert und habe euch das da so nebeneinander gemacht, damit ihr so euch selbst ein Bild machen könnt, welche Bildqualität ihr schöner findet. Aber mir fällt dann zum Beispiel direkt auf, dass bei der IconTax die Farben, also ist jetzt meine Ansicht, aber die Farben sehen schöner aus als bei der GoPro. Ein bisschen natürlicher, nicht so grau und trist. Ist natürlich auch nicht das beste Wetter gewesen bei der Aufnahme, aber das ist jetzt so mein erster Eindruck von der Kamera. Ich werde die Kamera definitiv als, sag ich mal, Zweitkamera benutzen, um damit so ein paar schöne Perspektiven zaubern zu können bei ein paar Videos. Also dafür werde ich die auf jeden Fall benutzen. Ihr könnt die natürlich auch fürs Motovloggen benutzen. Dann müsst ihr aber, wie ich schon gesagt, müsst ihr zum Beispiel mit dem Handy aufnehmen oder mit einem externen Aufnahmegerät. Macht da ein bisschen mehr Arbeit beim Schneiden, aber für 80 € ist das halt doch schon noch billiger, als sich eine GoPro zu kaufen. Wo man dann halt vom Bild, es ist wirklich, wie gesagt, man sieht vom Bild einfach, dass die Kameras, die IconTax, die kann super mithalten mit der GoPro und ist sogar ein Ticken besser, meiner Meinung nach.
Ich habe euch auf jeden Fall die Kamera mal unten reingepackt, plus einen Gutscheincode, mit dem ihr Rabatt bekommt auf die ganze Geschichte. Ich blende mal einmal nochmal ein, wie viel Rabatt ihr bekommt. Beziehungsweise, nee, ich schreibe euch das einfach da unter den Gutscheincode mit rein. Da muss ich nämlich gleich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann bedanke ich mich nochmal an Icontext für die Bereitstellung des Produkts. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Tschüssi!